Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn euch das Video am Schluss gefallen haben sollte, dann lasst doch auch gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Video, das würde mich sehr unterstützen. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit der Einleitung unseres diesjährigen Creepypasta Advent Kalenders oder Adventskalenders von meiner lieben Freundin Fox, die sich viel Mühe gemacht hat, diese Geschichten oder diese Geschichte zu schreiben. Viel Spaß beim Gruseln mit der Geschichte. Es beginnt. Seid ihr bei mir? 30. November 2023. Hey Leute, könnt ihr euch noch an mich erinnern? Mein Name ist Nick und seit einem Jahr irre ich umher, im Nirgendwo und überall. Letztes Jahr bin ich freiwillig in ein abgelegenes Schloss gereist und musste, nachdem ich die Anweisung bekam, 24 Türen öffnen, um einen Preis zu erhalten. Ich konnte mich entscheiden, ob ich 22 Seelen retten, ein Hund bleiben oder das Geld einkassieren wollte. Wer erinnert sich? Ich entschied mich für die Befreiung der Seelen, da sie auch Opfer waren des Weltentrenners. Des Adventskalenders From Hell, das ist das Wesen, welches alles hier erschuf. Nun gut, zu guter Letzt wurde ich vom Weihnachtsmann hinter der 25. Tür verarscht, wurde eingesperrt und bekam vom Weltentrenner das Angebot, seinen nächsten Auftrag zu erfüllen. Falls ich diesen erfüllen würde, dürfte ich nach Hause. Also drückt mir die Daumen. Denn heute, am 30. November, erhielt ich einen Brief wie letztes Jahr. Nur bin ich nicht zu Hause, sondern ein ganzes Jahr umhergeirrt und nun stehe ich in einer mir unbekannten Umgebung. Hallo Nick. Als ich dich letztes Jahr in einem Schloss willkommen hieß, war das noch gar nichts. Bereit für eine Stufe schwieriger? Nun, du befindest dich auf einer Lichtung meines immens großen Waldes. Meine Magie hat dich heute hierher gebracht und du konntest dich in einem Zelt einrichten. Darum geht's. Um dich herum stehen 24 Häuser. Oder 25? Sie sind alle verschieden groß oder klein, sind direkt neben deinem Camp oder weiter weg. Du musst sie alle betreten. Die Schlüssel zu den Häusern findest du in diesem Stoffsack. Betrete jedes Haus der Reihe nach, sonst gibt es Konsequenzen. In jedem Haus befindet sich eine Kreatur. Du musst mit der Polaroid-Kamera beiliegend ein Foto von jeder Kreatur machen und es anschließend in ein Fotoalbum kleben, ebenfalls beiliegend. Wenn das Album 24 Fotos von gut ersichtlichen Kreaturen beinhaltet, bekommst du deine Belohnung Ende Dezember. Denke daran, deine Handlungen haben Konsequenzen. Viel Glück, der Weltentrenner. Ich kann es nicht glauben. Kreaturen. Letztes Jahr waren es Monster. Ist das gut oder schlecht? Gibt es Regeln, die ich nicht kenne? In meinen Händen halte ich den Stoffsack mit den Schlüsseln zu den Häusern und die Polaroid-Kamera. Ich blicke auf das Lager. Ein Zelt, Proviant, Holz, Feuerzeug. Alles, was ich brauchen werde. Um mich herum stehen tatsächlich ein paar Häuser, aber die meisten befinden sich hinter den Bäumen. Wie im Brief erwähnt, sehe ich nicht alle. Ich werde sie wohl suchen müssen. Das am nächsten stehende Haus ist etwa 20 Meter vom Lager entfernt. Sollte ich schon mal durchs Fenster schauen? Nein, kann ich das überhaupt? Die Fenster sehen trüb aus von weitem. Die Angst schlägt die Neugier und ich lasse das letzte Jahr erneut durch meinen Kopf sausen. Planloses Rumwandern, endlose Gespräche mit dem Weltentrenner, lange Nächte der Einsamkeit, Abhärtung meines Charakters. Werdet ihr mir erneut zur Seite stehen? Bis morgen. Nick. Ende.